und Zigaretten, die aus einem flachen Block gepressten Tabak mit Hilfe eines besonderen Geräts portionsgerecht geschnitten und in Filterhülsen gestopft werden. Was für ein Tier? Hallo, guten Tag. Was geht? Bist du nicht gut drauf oder was? Ich bin besser drunter. Ach so. Wollen wir eine kleine Fragerunde machen? Ja. Hier war nämlich was. Ja. Bevor wir es wieder vergessen. So, Katja Zepter fragt, sind die Blumen in Holland eigentlich billiger? Da gibt es doch solche Großmärkte. Ja. Aber in den Großmärkten. Diese Sträuße, wenn du praktisch große Mengen kaufst. Genau, wenn du große Mengen kaufst, kannst du die da wohl im Großmarkt kaufen. Dann sind die auch entsprechend etwas günstiger. Aber die normalen Blumenläden, die da so sind... Teurer, ne? So, ja, weil es alles also, Exportware ist, ne? Das Einzige, was du da sehr gut kaufen kannst, ist zum Beispiel im Baumarkt oder wo waren wir da noch, in diesem Pflanzenladen zum Beispiel, sowas wie Tomatenpflanzen und solche Geschichten, die sind da deutlich günstiger. Ja. Aber meist ist das bei den Exportwaren, genauso wie kurioserweise mit Käse zum Beispiel, kannst du bei denen nicht kaufen, ist tierisch teuer, Fleisch ist da teurer. Ja, und bei uns kaufen die ja immer Deo, Waschpulver, Weichspüler, kostet da eine Flasche Deo 2,99 Euro, so eine 2,49, kleine. Die kleinen, und ja. Bei uns kosten sie 79 Cent, das liegt wirklich daran, weil die das alles importieren. Also Blumen sind dann nicht wirklich günstiger als bei uns. Mhm. So, Heikchen fragt, wo wart ihr in Holland? Wir fahren nach Venlo oder Winterswijk immer. Winterswijk. Venlo, ja, habe ich dir doch noch letztes erzählt, ja. Venlo. Dann bist du ja irgendwo da die Nordrhein-Westfalen-Ecke. Nee, wir sind ja ganz oben im Norden, tatsächlich in Winschow. Holland. Winschoten, Groningen oder, ja, wie heißt das andere? Bad Neuschanz. Bertha. Bad Neuschanz ist ja, das ist ja ganz dicht. Ja, aber das ist da sind wir ja in einer halben Stunde da, ne? Bad Neuschanz, Groningen und dazwischen halt Winschoten. Genau. Black is the happiness. So, jetzt kommt's. Ich habe noch nee, nichts gelesen. Eigentlich... Achso, ich weiß mich nicht. Ich habe noch keine Kommentare gesehen. Ich lese es nicht ganz vor. Das kannst du dir dann nachher selber durchlesen. Ja. Das ist schon wieder zu geil. Nach langem habe ich mal wieder eine Frage. Wann habt ihr Maulwurfen denn eigentlich Geburtstag? Ich habe am 19.07.1990 Geburtstag und Manuel hat am 27.04.1996 Geburtstag. Und ich finde das auch gar nicht schlimm, dass ich so viel älter bin als er. Ich wollte das nur gleich klarstellen. Nein, Quatsch. Du, die da, hat am 19.07. Geburtstag, ein Sommerkind. Und ich am 27.04. Im April, ne? Ich bin Stier. Das ist das Stiergesicht. Verstecken. Ich hab die wohl gesehen. Spätestens jetzt denken die Leute, du checkst nicht mehr ganz richtig. Ja, was die Leute denken. Okay. Ich tanze heute mal aus der Reihe, ne? Ich habe heute mal Reis genommen. Was ist das überhaupt hier? Vegetarisch. Ja, aber dieses hier, das braune. Füllung. Geschmorte Paprika mit Naturreis und Tomatensoße. Sieht aber sehr gut aus, ne? Mhm. Mhm. Willst du jetzt noch mit drauf oder nicht? Mach doch. Ja, dann geht's jetzt 10 Meter weiter mit dem Stuhl nach hinten. Nee, ich fühle mich bequem hinsetzen. Also hier, Ausrede. Vollgefressen. Was machen wir denn jetzt? Was fressen wir denn? Komm, dann fühle ich dich von oben, dann sieht man immer schlank aus. Oh, jetzt bist du dünn. Ja, ne? Wie so ein Strich. Dünn. Strichmännchen. Mhm. Was soll ich denn sagen, wenn ich mit meinem dicken Blubberkopf hier vorgehe? Ist doch egal. Ja, sag ich doch. Ist doch egal. Hauptsache, man ist gesund. Genau. Das Essen war übrigens sehr 50er. Lecker. 50er. 50er. Bares für Rares. Gib den 50er. Was machen wir jetzt denn gleich? Ja, das ist ja wohl nicht so schwer. Ich habe heute Nachmittag frei. Wir gehen heute in die Stadt. Und eigentlich wollte ich eine Brille kaufen oder aussuchen. Aber irgendwie habe ich keinen Bock. Wir können mal gucken, wenn das nicht so voll ist.
dann geht es relativ schnell. Aber ich muss einen Sehtest machen, dann müssen die das alles eintragen, dann müssen die eine Brille mit aussuchen, dann muss das mit dieser Verspiegelung und was die da immer alle haben. Weiß ich nicht. Ich finde das jetzt ja auch ein bisschen günstiger, ne? Wegen meiner... Wegen deinem super Versicherungsschutz. Sie ist nämlich versichert bei der Hanse Merkur. Die beste Versicherung, die es auf der Welt gibt. Mhm. Ne, Major Maulwurfen? Mhm. 10 Euro bezahlt dafür. Ja. Ja, so viel kann ich da ja gar nicht gut haben, ne? Das erzählt sie mir schon. Aber ich war lange nicht mehr da. 40, 50 Euro mussten das wohl sein. Wieso, das verstehe ich nicht. Haben wir die Ray-Ban gekauft. Das verstehe ich. Ray-Bay. Das verstehe ich aber nicht. Wann haben wir Ray-Ban gekauft? Du, weißt du, was ich nicht verstehe? Mhm. Die Versicherung ist doch eigentlich dafür da, dass du, wenn jetzt irgendwas mit der Brille passiert, dass du die dann ersetzt bekommst. Und nicht, dass du das Geld wieder bekommst. Das auch. Und die rechnen das auch irgendwie an. Er guckt schon wieder schon, weil er mir das nicht glaubt. Du hast nicht diese komische Hanse-Merkur-Brillenversicherung bei Vielmann abgeschlossen. Ja, die hat sie. 10 Euro im Jahr. Mhm. Und alle zwei Jahre kriegst du 20 Euro, kriegst du ein Kassengestell geschenkt. Hast du dir das nicht gegengerechnet? Das steht da wortwörtlich drin. Nein, letztens haben sie mir 40 Euro abgezogen von dem. Ja, weil du 4 Jahre nicht da warst. Ne? 4 mal 10 Euro sind? Sind 40. Aber ich glaube, ich kündige. Kann ich die so wieder kündigen? 10 Euro bringt mir auch nichts. Lass mich die mal kündigen wieder. Wir gucken gleich mal, was da los ist. Wenn da nicht so viel los ist, dann gucke ich mal, ob ich so eine ähnliche Brille finde. Aber jetzt geht mal ehrlich zu, die war wirklich sehr, sehr schön, die Brille. Ne? Ja, du hast aber 3 Brillen. Du brauchst nicht noch eine. Doch. Nein. Ich brauche eine Schreibtischbrille. Nein. Für mein Büro. Nein. Eine Stubenbrille, nein. Eine Autobrille und eine Arbeitbrille. Nein. Siehst du, ist das Thema schon wichtig. Was willst du mit einer Autobrille? Stubenfliege. Es gibt wirklich eine Stubenfliege, ne? Ja, sag das doch. Das habe ich jetzt so dahin gesagt. Du kannst dann einfach die Stubenbrille als Autobrille nehmen und schon ist alles gut. Das bisschen, was du fährst. Das bisschen, was du fährst, kannst du laufen. Ne? Mhm. Da lacht das Herz. Mhm. Da lacht das Deko-Herz. Ich kann das gar nicht tragen. Mein Hin- und Herbügel ist im Auto. Familie, ja, das ist jetzt nicht mehr einer im Kopf. Ich nehme mir praktisch jetzt 150 Teelichter mit. Du, versuch mal so zu laufen. Das ist auch süß. Das ist süß, ne? Ja, das ist richtig süß mit Weiß dann, aber schwarz mache ich nicht so gern. Niedlich. Guck mal, für 6,79. Wie können die das so günstig anbieten, ja, ne? Ich auch nicht. Soll ich die mitnehmen? Aber wo soll ich die denn noch hinstellen? Ich habe ja schon so draußen. Viel. Nee, draußen will ich die nicht. Ich will die auch sehen dann. Was mache ich jetzt? Die ist wirklich sehr süß, ne? Mhm. Da kann man dann so eine große Kerze reinmachen. Ja. Aber wo willst du die hinstellen? Ich habe ja die große schon, ne? Und im Flur steht jetzt Gnomio. Im Flur hast du? Ja. Was ist passiert? Hier ist eine Kerze runtergefallen. Ist hier irgendjemand? Ich stell die hier hin und sag dann vorne Bescheid. Aber die musst du, glaube ich, nicht bezahlen. Nee. Ich sag da eben Bescheid. Du, langsam, ich glaube, langsam kriege ich bald Hausverbot hier. Das ist typisch wieder. Ich habe schon mal was kaputt gemacht. Ich doch auch. Und da ist das haben wir sogar auch auf Kamera.
Das war's. Da habe ich noch einen kleinen Schnappi gemacht. 4,99 und 7,99. Eufi? Was macht Eufi da? Eufi! Hallo Gnomio! Gnomio! Was machen wir jetzt? Eufi! Du, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Eufi! Manuel, bitte. Eufi! Ich mache hier ein bisschen Toilettendisco. Wollen wir auch so ein Licht haben auf der Toilette? Das ist ja kein Ding. Voll Asi, ne? Du weißt schon, wofür das da ist, ne? Drogen? Nein. Wofür denn? Das ist UV-Licht, das soll Bakterien töten. Ach so, sicher? Ja. Stankt aber ganz schön. Ja. Holländische Toiletten. Holländische Toiletten sind echt ein Gräuel. Ja. Also, ich habe, glaube ich, noch keine gut riechende holländische Toilette erwischt. So, wir müssen jetzt erstmal überlegen, was wir machen. Eufi! Wir wollten eigentlich Gyros-Teller essen. Obwohl wir heute Mittag schon warm gegessen den haben. Den besten Gyros-Teller in Leer. Den besten Gyros-Teller in Leer. Und zwar von Johnny's Pizza. Und der hat dienstags geschlossen. Nee. Ab Januar. Die Story ist ja eine andere. Warte, Eufi kann jetzt mal aus, oder? Das ist mir hier zu laut. Viel zu laut. Oh, jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Wie war das? 18 bis 64 Jahre. Trifft das Alter auf Sie zu? Das trifft zu, ja. Ja, gut. Dann Ihre Postleitzahl bitte einmal zuerst dazu. 26789. 26789, ja. Ja, okay. Und zwar, demnach wohnen Sie in Leer aus Friesland, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Ja, gut, und Sie sind auch die Hauptnutzerin dieses Mobilfunktelefons? Ja, ich bin die Hauptnutzerin, das ist auch alles korrekt. Ja, ja. Genau, wie viele Personen im Alter zwischen 18 und 64 Jahre leben in Ihrem Haushalt? 1, 2, 3, 4, 5, Opa Ewald, nee, der ist schon 68, ne? Johann, Opa Ewald, ist wie alt ist der? Ich glaub, 4 passt. 4, ja, 4. Also dann 18 bis 64 Jahre 4 Personen? Ja. Mhm, ja, gut. Und da wir jetzt Personen ja nur eine bestimmte Altersgruppe befragen, Ihr eigenes Alter bitte einmal dazu. Ja, Ihr Geburtsjahrgang dazu. Johann, mein Jahrgang? Ja. 69. Ja. 69? Ja. Ja, okay. Bin ein bisschen schusselig manchmal. Ja, okay. Hat man wohl mal, ne? Hat man wohl mal. Die nächsten Fragen, ja? Ja. Würden Sie mir jetzt bitte auch zunächst sagen, welche der folgenden Produkte Sie selber verwenden? Zum Beispiel Kaffee? Ja, aber nur der von Melitta. Kaugummi, okay. Ja. Kaugummi? Ja. Mhm. Tabakprodukte wie zum Beispiel Zigaretten oder Tabak zum Drehen oder zum Stopfen? Nein, um Gottes Willen, wo denken Sie hin? Das gibt's in unserem Haushalt gar nicht. Ja, trinken Sie Tee? Ja. Softdrinks wie zum Beispiel Limonade oder Cola? Ab und an. Ja, Energydrinks? Ja. Mhm. Aber nur und the original Red ja. Bull. Ja, und dann Deodorant? Nein, ich stehe auf Natur. Mhm. Und Rasierschaum? Johann? Ja? Zu Rasierschaum? Nee, ich hab doch diesen für... Und Sie selber ja verwenden auch keinen Rasierschaum, ne? Es geht um Sie selber dabei. Die Bikini-Zone... Schon mal. Also Sie selber verwenden auch Rasierschaum? Ja. Und Duschgel? Nein. Mhm. Ja. Und welche folgenden Produkte kennen Sie, beziehungsweise haben Sie schon einmal gesehen oder davon gehört? Oder wenn ich darf, ob Sie schon mal probiert oder verwendet haben. Kennen Sie fabrikfertige Zigaretten mit Filter, die aus der Schachtel? Nein. Also ob Sie schon mal gesehen oder gehört haben, unabhängig vom Rauchen jetzt, ne? Nee. Mhm. Und fabrikfertige Zigaretten ohne Filter, die aus der Schachtel? Nee.
Ich habe mit Drogen, Zigaretten nichts zu tun. Also, kommt mir nicht ins Haus. Hast du einen Tabak selbst gedreht oder selbst gestopfte Zigaretten schon mal gesehen oder gehört? Gerochen, ja. Also auch schon mal gesehen, dann? Ja. Und Shisha oder Wasserpfeife vielleicht? Shisha, ja, sehr, sehr gerne. Und Pfeife? Ja, Johann, mit Kirsche, gell? Kirschgeschmack? Vanille, Piep. Vanille. Mit Piep, ja. Ja, Vanille, Piep, ja, Elektronische Geräte, die Tabakkipfel anstatt ihn zu verbrennen und seinen Tabak dann produzieren. Denn halten keine Flüssigkeiten, also keine E-Zigaretten. Haben Sie die schon mal gesehen oder gehört? Ja. Und E-Zigaretten erhitzen eine Flüssigkeit im elektronischen Gerät und produzieren so einen Dampf, halten keinen Tabak. Ja. Und dann kommen wir zu klassischen Zigarillos. Ja. Und Filterzigarillos häufig auf einen Tobakus oder Rollis. Ja, kenn ich. Ja, und Zigarren. Ja. Und Zigaretten, die aus einem flachen Block gepressten Tabak mithilfe eines besonderen Geräts portionsgerecht geschnitten und in Filterhülsen gestopft werden? Was für ein Tier? Also Zigaretten, die aus einem flachen Block gepressten Tabak mithilfe eines besonderen Geräts portionsgerecht geschnitten und in Filterhülsen gestopft werden. Ich habe das akustisch jetzt nicht verstanden. Können Sie das nochmal wiederholen? Ich sagte Zigaretten, die aus einem flachen Block gepressten Tabak mithilfe eines besonderen Geräts portionsgerecht geschnitten und in Filterhülse gestopft werden. Sag mir jetzt nichts. Was du das denn? Johann, welches im Stil, du im Hintergrund? Und welche der folgenden Produkte haben Sie die letzten 3 Monate denn verwendet? Zum Beispiel aus losen Tabak selbst gedreht und selbst gestopfte Zigaretten? Nein. Und dann eine Shisha- oder Wasserpfeife? Ja. Und ganz normale Pfeife? Nein. Ja, das ist... Tabak anstatt ihn zu verbrennen und seinen Tabak dann produzieren. Hallo? Hallo? Ja. Sind Sie noch da? Ja. Ah, gut. Ja, kann weitergehen. Ja, okay. Und E-Zigaretten. Haben Sie die schon mal jetzt in den letzten 3 Monaten auch verwendet oder probiert? Nein. Ja, gut. Und welche der folgenden Produkte haben Sie in den letzten 7 Tagen verwendet? Zum Beispiel Shisha oder Wasserpfeife. Oh, das wird mir jetzt ein bisschen zu aufdringlich hier. Johann, willst du die Umfrage weitermachen? Mein Mann übernimmt. Mein Mann übernimmt. Nein, das geht nicht. Doch, das geht. Nun werden Sie... Doch, das geht schon. Kleinen Moment bitte. Mein Mann übernimmt. Jo. Ja, so, ich war jetzt mit der Befragung gerade drin. Ich sagte, wir sind jetzt fast fertig. Und da hatte ich jetzt gefragt, ob jetzt Ihre Frau in den letzten 7 Tagen Shisha oder Wasserpfeife verwendet hat. Ja, der sagt mir 3 Minuten, 2 Minuten hier. Ich will was zu essen. Nein, das geht nicht. Ja, möchten Sie denn nicht mehr befragt werden? Was? Nee, ich will was zu essen. Der soll toll sein, dass hier in Köln kommt. Kannst du mich fragen, ob die Pizza liefern kann? Ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend natürlich, ne? Jo. Ja. Tschüss, wiederhören. Hol die Hüdel nicht. Du, jetzt war sie so froh, dass sie da jemanden dran gekriegt hat. Jetzt hat sie die Befragung fast beendet und jetzt habe ich abgebrochen. Was war das denn? Ja, was war das denn? Zigarillos, was war das da? Irgendwelche Tabakgeräte, die Tabak erhitzen, um das zu kochen, damit das entflacken kann. Das war Zufall. Ich habe jetzt einfach die Kamera angemacht, weil das war so ein Meinungsinstitut, irgendwie, keine Ahnung. Die haben schon 10 Mal angerufen. Und wenn man da zurückruft unter der Nummer, es könnte ja auch mal was Wichtiges sein. Nee, wir stellen Umfragen und dann rufen wir sie an. Was war das denn schon wieder? Oh, Leute. So, wie so wohl ich, was du, ey, denk, ja, 3 Minuten, 10 Minuten hat den gedauert. Blöden oder was? Johann, nun riech mich nicht so Frau? Auf. Ja, das war eine Frau. Ich schneide euch hier ein bisschen was zusammen von diesem Gespräch. Das habt ihr dann ja jetzt schon gesehen. Und die haben mich schon, ich glaube, 15 Mal oder so angerufen. Und dann habe ich jedes Mal immer, das mache ich immer, um Leute loszuwerden. Wenn die dann anrufen und die melden sich schon mit so einem Meinungsforschungsinstitut, dann sage ich schon immer, ja, hallo? Hallo? Und dann legen die schon von alleine auf. Aber jetzt dieses Mal, sie war ja sehr hartnäckig. Da habe ich gedacht, komm, kümmern uns erstmal um die Essensangelegenheiten und dann melden wir uns gleich nochmal. Tschüss. Was möchtest du trinken? Ich will gar nichts trinken. Du möchtest nichts trinken? Nö. Ich kenne keinen Menschen auf der Welt, der beim Essen nichts trinkt. Mich. Das bleibt dir doch im Hals stecken. Ja, dich. Guck euch das an. Jetzt gibt's Döner und Tzatziki muss hier richtig schön rausquälen, ne?
dann ist es erst ein richtiger Döni. Und somit verabschieden wir uns für heute. Sagen Dankeschön fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Wo ist die Tee? Tschüssi.